Dann begrüßen wir Sie und euch ganz herzlich hier zur Pressekonferenz vor dem Finale im Wernesgrüner Sachsenpokal. Am Samstag, dem 25. Mai, im Rahmen des Finaltags der Amateure, trifft die SG Dynamo Dresden auf den FC Erzgebirge im Rudolf-Harbig-Stadion. Anstoß ist dann um 15.45 Uhr. Neben mir Platz genommen hat der SFV-Präsident Hermann Winkler und die beiden Cheftrainer Pavel Dotschew und Heiko Scholz. Es ist das 34. Landespokalfinale im sächsischen Pokalwettbewerb. 104 Mannschaften haben in diesem Jahr teilgenommen. Bisher sind 448 Tore gefallen und ich denke, das Finale wird noch einiges bereithalten. Hermann, wie groß ist die Vorfreude auf das Spiel am Samstag? Die Vorfreude ist groß. Vielen Dank, Christoph. Ich freue mich über das Interesse und will mich zu Beginn ganz herzlich bedanken bei den beiden anwesenden Trainer, Pavel Dotschew und Heiko Scholz. Das ist bei uns schon Tradition, einige Jahre, aber nicht in allen Landesverbänden üblich, dass vor diesem Sachsenpokalfinale beide Trainer noch mal kommen. Für den Auswärtigen ist es ja immer trotz Trainingsvorbereitung eine Anreise. Also habt vielen Dank, sehen wir als Wertschätzung auch für unseren Sachsenpokal. Und die anwesenden Medienvertreter freuen sich sicherlich auch. Christoph hat es gesagt, das 34. Landespokalfinale, 104 Mannschaften, 448 Tore bis jetzt gefallen, Aue noch ohne Gegentor. Und wir wissen, wir haben eine besondere Situation dieses Jahr. Dynamo Dresden ist bereits qualifiziert durch den Tabellenplatz und Aue dadurch auch. Aber es geht ja um viel mehr. Es geht um den sportlichen Wettbewerb der beiden Vereine, der beiden Mannschaften. Und wie wir finden, geht es auch um den schönsten Landespokal aller 21 Landesverbände. Da oben steht er, 13 Kilogramm schwer und inzwischen wirklich eine begehrte Trophäe in unserem Landesverband. Ich möchte noch sagen, dass die Schiedsrichter sind Michael Nether, Jens Klemm und Christopher Gaunitz und der vierte Offizielle ist Clemens Biastoch. Und ich möchte auch etwas sagen zu den Dingen, die in der letzten Zeit, ja man kann sagen seit Sonnabend, seit dem Tabellenstand und dem letzten Spiel von Dynamo Dresden zum Vorschein getreten ist, dass wir nämlich eine besondere Situation haben, dass beide Mannschaften, wie wir bereits festgestellt haben, qualifiziert sind und wir auch finanzielle Aspekte berücksichtigen müssen. Und bisher war es so, unsere Herangehensweise war die, dass wir gesagt haben, derjenige, der sich für den DFB-Pokal erste Hauptrunde qualifiziert, der bekommt ja Geld vom DFB und der bekommt also finanziell auch einiges an Zuwendungen. Und wir wollen auch den Verlierer, der sich ja immerhin bis ins Finale vorgekämpft hat, irgendwie fair entschädigen und haben ihn deshalb an den Zuschauereinnahmen, ja man kann sagen, überdimensional beteiligt, denn der Gewinner hat davon nichts bekommen. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation und wir haben mit beiden Vereinsführungen, auch unter Federführung unseres Vizepräsidenten Spielbetrieb Volkmar Bayer, seit Sonnabend und dann auch nach Vorlage des Finanzplans am Montag Verhandlungen geführt und haben als Verband sehr flexibel schnell reagiert und bis zum heutigen Tag einen Umlaufbeschluss herbeigeführt, dass wir nämlich unsere geltenden Durchführungsbestimmungen geändert haben mit sofortiger Wirkung und dass wir die Erlöse dritteln, dass also jeder teilnehmende Verein und der Verband jeder ein Drittel der Gesamtsumme abzüglich der Orga-Kosten erhält. Wir finden für dieses Finale eine faire Lösung, eine gerechte Lösung und damit auch ja, keine Diskussionen mehr abseits vom Spielfeld, was die Finanzen angeht. Insofern wünsche ich uns allen ein spannendes Pokalfinale. Gutes Spiel. Hermann, vielen Dank dir. Dann gehen wir direkt rein in die Fragerunde. Kurzes Handzeichen, dann kommt der Frank Schmidt mit dem Mikro zu euch. Will jemand starten? Thomas Nandorf von der Morgenpost. Dann stelle ich die Frage doch gleich mal an beide Trainer. Dass Dresden schon qualifiziert ist, wie viel Druck nimmt das aus diesem Spiel? Heiko, willst du anfangen? Egal. Ja, was heißt Druck? Das ist positiver Druck, was wir haben, weil Pokalfinale, es ist immer was Besonderes, vor allem wenn diese zwei Mannschaften aufeinander zutreffen, glaube ich, das ist ja eine Vorfreude. Ich werde nie vergessen, letzte Woche war das, glaube ich, bin um 8.30 Uhr zum Training gefahren
Und vor unserer Geschäftsstelle, wo der Vorverkauf an Karten war, da war es schon eine Riesenschlange von, jetzt weiß ich, würde jetzt nicht übertreiben, wenn ich 100 Meter sage, Schlange. Aber das war unsere Fans da fast vor der Geschäftsstelle geschlafen, um Karten zu bekommen. Und deswegen sage ich, obwohl, dass wir jetzt qualifiziert sind, trotzdem die Bedeutung dieses Spiels für die Fans, für unsere Region, auch so genau, denke ich, auch bei Dresden ist nichts anders. Es ist was Besonderes und wir haben schon Druck, aber eher positiver Druck. Ja, das kann ich nur bestätigen. Wir freuen uns natürlich auch genauso, weil ich glaube, die zwei Favoriten haben sich nicht jedes Jahr durchgesetzt. Ja? Das ist gar nicht mal so einfach bei uns in Sachsen, da im Endspiel zu kommen. Und für die Fans, für beide Lager und auch für unsere Mannschaft ist das ein absolutes Highlight nochmal. Ich habe auch allen klargemacht nochmal die Woche. Auch die, gerade jetzt bei uns jetzt auch andere oder ein paar Spieler mehr woanders unterschreiben oder unterschreiben werden, dass die alles nochmal, alles für Dynamo nochmal reinhauen werden. Und wir haben eine gute Woche bis jetzt durch im Training und deswegen bin ich guter Hoffnung, dass wir noch einmal uns richtig straffen werden und ein ordentliches Spiel abliefern werden. Gerald Fritsche von der dpa. Wenn wir gerade bei Zuschauern waren, wie viele Karten sind verkauft, seid ihr ausverkauft? Und in dem Zusammenhang, wie ist dann der Sicherheitsaspekt? Es wird ja nicht nur diesen kleinen Gästeblock geben. Was ist da geplant? Stand jetzt sind 23.000 Tickets verkauft. Der FC Erzgebirge hat die ganzen 2.700 Tickets, die eben da im Gästeblock zustehen, abgerufen. Inwiefern da der Vorverkauf läuft, kann ich tatsächlich nicht sagen. Die werden aber sehr wahrscheinlich auch ausverkauft sein. Und der Gästeblock wird genauso wie bei den normalen Heimspielen eben sein, dass der Stehplatzbereich ist und eben ein Sitzplatzbereich extra noch daneben. Thomas Nahndorf nochmal. Ich möchte mal zum Personellen kommen. Pavel, Marcel Bär hat ja die letzten Wochen gefehlt. Ist er für dieses Spiel nochmal fit geworden? Nein, also er würde auf keinen Fall wieder zurückkommen können. Personell hat sich bei uns jetzt nicht viel getan. Also bleibt so. Also Stand heute, so wie letzte Woche der Fall war, bleibt auch dabei. Kommt keiner neu zurück und auch keiner ist ausgefallen. Jens Maßlich von der Morgenpost. Da würde ich gleich mal mit dem Stürmer auf der anderen Seite weitermachen, Heiko. Stefan Kutschke hat gestern nicht trainiert. Sind das noch irgendwelche Nachwirkungen vom letzten Spiel und kann er spielen am Samstag? Ja, bei uns wird auch erstmal Kenner zurückkommen von den Langzeitverletzten. Und Kutsche hat man ja rausgenommen. Er hat am Kopf irgendwie eine kleine Gehirnerschütterung oder weniger, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls hat er 2 Tage nicht trainiert. Heute ist er ein bisschen gelaufen. Und morgen soll er ein bisschen integriert werden ins Mannschaftstraining. Und dann tun wir das entscheiden, ob er kann. Thomas Treptow von der Freien Presse. Pavel, wer wird denn bei dir Aue im Tor stehen? Du hast zuletzt, glaube ich, noch überlegt ein bisschen und ja, im letzten Spiel auch einen anderen als Martin gebracht. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe heute schon lange mit meinem Torwarttrainer gesprochen. Es ist natürlich so, dass wir sehr, sehr gute Leistung gesehen haben Luis Lord. Und das war wirklich schon nicht zu erwarten, dass er wirklich an so einem Level gespielt hat. Habe ich mich sehr gefreut für ihn, aber jetzt am Wochenende würde Martin Männer im Tor stehen. Jens Maßlich nochmal. Heiko, spielt denn das Rückspiel in Aue nochmal irgendwie in der Vorbereitung eine Rolle, was ja in Sachen Einstellung vielleicht das schlechteste Spiel von euch in der Rückrunde war? Nein, das habe ich schon lange vergessen und das ist auch gut so, weil wenn wir es so präsentieren, werden wir wieder keine Chance haben. Und deswegen gucken wir nach vorne. Wir haben jetzt die letzten 2 Spiele mit einer ordentlichen Leistung noch einmal 2 Siege rausgeholt. Deswegen waren wir auch glücklich, dass wir den 4. Platz geschafft haben. Bei aller Enttäuschung, die in der Rückrunde war, gucken wir nach vorne und wir wollen auf jeden Fall uns ordentlich von unseren Jungs verabschieden. Thomas Nahndorf. Pavel, da an dich die Frage. Was hat sich denn seit Februar geändert an der Spielweise von Dynamo? Bei Dynamo? Ja.
Ich mag jetzt nicht über gegnerische Mannschaften jetzt irgendwie so jetzt zu analysieren und über Stärken und Schwächen reden, vor allen Dingen öffentlich. Aber ich glaube schon, dass wenn du in so einer Tabellensituation bist, kannst du nur verlieren. Und der Druck ist ja ganz anders. Du wirst gejagt. Ich glaube, mein Mikro ist gerade noch drauf drücken, einfach hier drauf. Habe ich das selber? Ja. Entschuldigung. Du bist Tabellenführer sozusagen und wirst du gejagt die ganze Zeit. Und das ist auch schwierig, das zu verteidigen, weil die anderen haben nichts zu verlieren und du bist in so einer Situation, wo du nur verlieren kannst. Und glaube ich, das ist das Einzige. Es hat nicht viel anderes sich verändert, weil das Personal war da, gleiche Personal, eigentlich auf sehr gutem Niveau gearbeitet, nur der Druck war viel, viel größer. Und das, dann entwickelt sich so eine negative Spirale, die dich nach unten drückt. Und dann ist ja, glaube ich, nur so zu erklären, die Rückrunde von Dresden. Aber ich bin absolut sicher, dass die Mannschaft von Dresden hat wirklich nur Probleme mit der Situation, nicht irgendwas anderes. Gibt es weitere Fragen? Tim Schlegel von der Bild-Zeitung. Weil das ja danach alles relativ schnell geht, gibt es schon in Planschule, wie nach dem Spiel verfahren wird? Also ich gehe mal davon aus oder hoffe, es gibt eine Party, wenn man gewinnt. Und gibt es dann am Sonntag nochmal ein Treffen oder Montag? Und sind die dann weg? Und wie lange sind die weg? Vielleicht nochmal ein, zwei Sätze dazu. Also bei uns, wir haben uns ja mit dem neuen Trainer jetzt schon mal getroffen. Bei uns wird es so sein, dass wir wahrscheinlich mit den Familien oben im VIP-Raum noch mal irgendwie einen Raum zur Verfügung gestellt kriegen, wo wir dann noch gemeinsam Abendessen und am Sonntag früh ist, glaube ich, um 10 Uhr ein Brunch hier im Trainingsgelände, aber nur Spieler und Staff. Und dann, ja, dann wird man sich verabschieden und dann geht es Laufpläne raus, so wie jedes Jahr, und dann geht es in den Urlaub und dann geht es, glaube ich, am 18., 19. sind, glaube ich, medizinische Untersuchungen bei uns. Gibt es weitere Fragen? Gerald Fritsche nochmal. Werdet ihr, also Heiko, werdet ihr Spieler verabschieden vom Spiel oder lasst ihr das offen? Kannst du vielleicht was dazu sagen? Wir werden im Rahmen des Pokalfinals Spieler verabschieden, ja. Sind noch Fragen offen? Das sieht nicht so aus. Dann noch die kleine Info. Übertragen wird das Spiel in der ARD-Konferenz ab 15.45 Uhr. Außerdem im MDR-Livestream auch als Einzelspiel. Da können quasi auch alle, die nicht im Stadion dabei sein können, mit zuschauen. Ansonsten wünschen wir uns dann ein schönes Spiel am Samstag bei uns im Rudolf-Harbig-Stadion. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.